Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute was richtig Geiles für euch. Und zwar haben wir die Box und wir werden es dann mit dem guten Zero of Time battlen. Den Dario. Und ja, da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Cool, dass das auf jeden Fall geklappt hat. Und wir haben nicht nur das Battle, was haben wir noch? Wir haben auch noch ein Giveaway. Oh, und zwar noch eine Box. Weil wir wären ja nicht die Card-Buddies, wenn wir nicht auf irgendwas zu verlosen hätten. Beziehungsweise wenn es nicht irgendwas für euch gäbe. So. Es gibt diese Box zu gewinnen. Ach ne, diese Box. Und ja, wie gesagt, die Box gibt es zu gewinnen mit dem Battle. Und ja, ich freue mich auf die Boxes aufzumachen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Opening-Tisch. So, da sind wir dann auf dem Opening-Tisch. Und ja, ihr seht das ganze Punktesystem, nachdem wir das machen, jetzt hier eingeblendet wieder. Dennis, hast du es noch? Ich hab's im Kopf. Du hast es im Kopf, sehr schön. Und zwar gibt es einen Punkt für jede Rare, Holo Rare und, ich fange nochmal an. Für jede Holo Rare und Reverse Rare gibt es einen Punkt. Für jede Prisma-Karte gibt es 2 Punkte. Für jede normale GX-Karte gibt es 3 Punkte. Für jede Full Art, sei es ein Pokémon oder ein Supporter, gibt es 4 Punkte. Und jede Secret Rare, selbstverständlich, 5 Punkte. Genau. Das heißt, wir gucken jetzt, wer die bessere Box hat. Wir haben uns jetzt für dieses Video keine Bestrafung überlegt, aber ich denke mal, wenn der gute Dario da Bock drauf hat, machen wir das sehr gerne natürlich öfters. Bei ihm gibt es natürlich auch eine Box zu gewinnen. Das haben wir jetzt ganz vergessen zu sagen. Das heißt, schaut auf jeden Fall auch bei ihm auf dem Kanal vorbei. Da gibt es auch einmal diese Box zu gewinnen. Und ja, ich hoffe, das Ganze kommt gut bei euch an. Ihr habt Bock da drauf und ich habe auf jeden Fall Bock da drauf. Beziehungsweise wir haben auf jeden Fall Bock da drauf. Und ja, ich bin schon ziemlich gehypt. Vor allem, kennt ihr ja diese wunderbare Figur, die in dieser Box drin ist, finde ich wahnsinnig schön. Dann haben wir genau einen Code, gibt es natürlich für euch. Wir ballern heute alle Codes raus. Es gibt heute Codes. Und da gibt es einmal die Evoli und die Pikachu-Promokarte. Oh, die sind wahnsinnig schön. Und ja, Dennis, ich würde einfach mal sagen, starten jetzt Let mal die the Action. Battle begin. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du fängst an. Soll ich anfangen? Ah, ja. Ja, mach mal aufziehen. Aufziehen der Sturmröte, Leute. Das Set, was jeder gern aufmacht. Nicht. Denn es ist das beste SM-Set, das es gibt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Einmal der Code. Und wir haben hier auch auf jeden Fall auch einen Code für euch. Bitteschön. Gönnt euch. Gönnt euch einen Moskito. Am besten in Full Art. Und was Besseres kann man da nicht rausziehen aus dem Set, leider. Und wir starten mit einer geilen Pflanzenenergie. Wir wollen Reverse Rares haben. Reverse und Garados. Medirass. Ein Miltang. Eine rote Speerkarte. Ein Quiekel. Was kann man denn noch so alles machen? Ein bisschen Spannung aufbauen. Und Uwei. Pummeluff und die Reverse Rare. Leider nur ein Alpollo. Aber und die Rare ist ein Rasa. Kein ja, Punkt. Gut, das erste Booster gibt uns keinen Punkt. Das heißt, ich fange an oder mach weiter mit Stunde der Wächter. Was wollen wir haben? Dapolele. Capofana. Hier ein wunderschöner Code. Stunde der Wächter. Absolut begehrtes Set. Im Online-Card, deswegen. So, wir haben Koalelu, eine Rettungstrage, schöne Trainerkarte, gibt uns aber leider keinen Punkt. Fleckmon, ein Alola Vulpix, Macholo, Iguana, Kramurx, ein Trombok, oh, das ist ein Punkt. Oh, ist es ein nice, Punkt. Nice. 1 zu 4 ist noch nicht. Eine GX-Karte, Metagross GX. Das bedeutet nice. 4 Punkte für dieses Pack. Yes. Sehr nice, das ist cool. Wo sind die Sleeves? Sleeves. Und dann mach ich schon mal hier den Ultra Prisma. Yes. Nice, das ist schön. Das ist schön. So, einmal nochmal für euch zum Ultra Prisma. Einmal noch zum Genießen. So, den Code Ultra Prisma gönnt euch Rainbow, nicht Gold, Lunala und Solgaleo. Oh ja, das wäre jetzt wirklich der Overkill quasi. Und wir haben eine Feenenergie, ein Pokémon Fanclub. So, Knaxel, Pampiro, Quadamark, Haspiro, ein Venusliebes, ein Sneebel. Ein Evoli. Die Rare. Ein Cyrus. Nice. Das heißt 2 Punkte dazu. Und ein Empoleon. Sehr schön. Eine Prisma-Karte. Somit stehen wir bei 4. 6 Punkten schon. Nice. Und wir haben noch 2 Packs. Also die Box ist bis jetzt sehr gut. Hoffen wir mal, dass noch ein Premium-Hit. Vielleicht das Echte des Donners rauskommt. Ja. Ich gönne mir immer das Lugia-Pack. Und ja. Gönn dir richtig. Ja, Mann, ich gönne mir jetzt. Copilusio, der Alola. Einmal. Vulnona, das wäre nice. Oder ein Lugia Full Art. Lugia Full Art wäre geil. Ja. Doch. Die Karte würde geil aussehen. Ja, so. Aber
Nee. So, ein Hohenweißel, Matsurika, Alola Dictri, dieses Artwork. Jetzt, wo wir ein bisschen auch Let's Go Pikachu Artwork und Let's Go Evoli related sind. Dieses Mädel kann man tatsächlich im Spiel finden. Man kann jeden Tag gegen sie spielen, kämpfen und man gewinnt einen Silbergrundkorken für die Leute, die Silbergrundkorken brauchen. Das ist nice. Um Competitive Teams aufzubauen. Nice. So, Endivir. Wir haben Kabukima. Wieder eine Isolus Rare. Sehr schön. Das heißt, es ist noch ein Punkt. Und ein Genesect GX. Nice. Die Metall-Pokémon sind auf jeden Fall bei uns am Start. Sehr schön. Also die Box ist bis jetzt gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, hier nochmal einmal zum Genießen das Artwork. Wunderschöne Karte. Bei 10 Punkten. Läuft bei uns. Tatsächlich. Alter, das hatte ich nicht gedacht. Moment mal. 1, 2, 3, 4. Doch, 10. 10 Punkte. Nice. Das heißt, Dennis, hol aus dem letzten Pack noch gut was raus. Ich bin mal gespannt, wie es bei Dario aussieht. Ob der auch so eine ähnlich gute Box hat oder nicht. Oder nicht, ja genau. Einmal wir haben Code, Echo des Donners, bitte sehr. So. Last Pack Magic, Dennis. Auf jeden Fall. Last Pack Magic, hau raus. Können wir hier noch eine Rainbow Rare ziehen? Das wäre doch mal eine Sache. Eine Rainbow Rare, das wäre geil. Das wäre halt ultra heftig. Rainbow Rares oder Full Art sind ja die Karten, die ich halt am liebsten ziehe. Wir haben hier einen Ninjask und die Rare ist ein Hundemon. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, wir haben 10 Punkte aus der Box rausgeholt. Das musst du erstmal schlagen, Dario. Sau gut ist, genau, schlag das mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt auf dein Video. Und wir haben ja gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Und zwar der Hauptpreis. Ihr habt ihn ja vorhin schon gesehen. Ein Black Screen. Ein schöner Black Screen. Genau diese Box, die wir gerade aufgemacht haben, könnt ihr gewinnen. Die gibt es frei Haus von uns an den Gewinner. Und zwar müsst ihr dafür einfach in die Kommentare Hashtag Gewinnspiel schreiben. Ihr müsst das Video liken und natürlich auch Abonnent sein von uns. Genau. Und am besten noch, wenn ihr von Dario kommt, also von Zero, dann lasst es uns wissen. Genau. Das würden wir auch gerne wissen. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Und wie gesagt, jeder kann diese Box gewinnen. Die geile Box. Und ich finde, die Box lohnt sich mega, weil es ist eine von den coolsten Boxen, die bis jetzt rausgekommen sind. Deswegen und bitte immer nur mit einem Account anmelden. Das ist wichtig. Wir kriegen das schon raus. Also ein Account pro Person. So. Nee, Quatsch. Ja doch, ein Account. Das ist richtig. Genau. Das ist richtig. Und ein Kommentar noch. Und ein Kommentar. Und deswegen, ja, Leute. Wie gesagt, ja, weil Kommentare können mehrere gepostet werden, aber immer nur mit einem Hashtag. Also ein Kommentar mit Hashtag. Genau. Naja, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Smasht auf jeden Fall den Like-Button ab und checkt alles ab, was unten in der Beschreibung ist. Zum Beispiel Instagram, der Discord, eBay, wenn ihr die Karten kaufen wollt, zum Beispiel. Und dann bedanken wir uns auf jeden Fall für das Battle. Ich hoffe mal, dass wir sowas öfters machen können. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, beziehungsweise uns. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Genau. Geht jetzt rüber zu Dario. Wenn ihr von Dario kommt, dann bleibt bei uns. Und nein, Quatsch. Alles gut. Und checkt, wie gesagt, das Video ab. Genau. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao.